Welcome, Angebotssatz. Warum ist ein Angebotssatz extrem wichtig und wie macht man das Ganze so unwiderstehlich, dass sich andere auch dafür interessieren? Und heute habe ich ein Interview, beziehungsweise ich werde interviewt von der Melanie aus unserem Team. Melanie macht bei uns Kundenbetreuung, kümmert sich also um das ganze Kundengeschehen. Richtig super, dass sie heute da ist. Melanie, welcome. Hallo. Auf geht's. Ja, genau. Also, wir schauen uns das Ganze mal anhand unseres Angebotssatzes. Ich starte mal, indem ich den einfach mal vorlese, damit jeder auch weiß, worum es geht. Für dich als Held und Heldin deines Lebens. Sinnvolles Tun, Menschen helfen, Freiheit und Sicherheit kreieren. Wie du als Coach durch die Inner Change Experience anziehend und sichtbar wirst, deine Lieblingskunden gewinnst und deinen Umsatz wirkungsvoll steigerst, ohne am Marketing oder an dir selbst zu scheitern. So, den gehen wir jetzt mal Stück für Stück durch, lieber Christian. Wir fangen oben an, für dich als Held und Heldin deines Lebens. Was genau bedeutet das für dich? Wen sprichst du damit an? Ja, also in erster Linie, man kann es jetzt marketingmäßig betrachten und man kann es auch betrachten von der gesamten Ideologie her. Marketing betrachtet, es ist einfach so, ich möchte natürlich mit einem Angebotssatz oder mit dem, was ein Mensch als erstes von mir sieht oder hört, möchte ich natürlich neugierig machen. Ich möchte natürlich einerseits den richtigen Menschen ansprechen, also dass der Richtige sich angesprochen fühlt. Richtig nicht im Sinne von, es gibt gute und falsche Menschen, sondern richtig im Sinne von, passt er zu uns, passen wir zu ihm. Und mir ist einfach aufgefallen, dass jeder Mensch in irgendeiner Form ein Held ist. Wir haben alle unsere Geschichte, wir haben alle unsere Säckchen zu tragen. Wir haben alle unsere Dinge erlebt, gerade Menschen, die im Bereich Coaching tätig sind, tätig werden wollen, haben Krisen hinter sich, haben Verletzungen, Wunden hinter sich, haben Dinge gelernt, sind sozusagen über Lösungsbrücken gegangen in ihrem Leben und wollen das ganz gerne der Welt zur Verfügung stellen, wollen gerne anderen Menschen helfen in diesem Bereich. Und ich möchte genau die ansprechen, die das ernst meinen und auch die ansprechen, die, ich sage mal, Lust haben darauf und die auch Lust haben, so ein Held ihres eigenen Lebens und das Leben für andere zu sein. Und deswegen finde ich, das ist ein persönlicher, ein guter Einstieg. Und außerdem, wenn ich auf so eine Website gehe und das als erstes lese, frage ich mich, was meint er damit? Und das ist ja auch schön, dass jemand gerne weiterliest. Ja, ich glaube wirklich zutiefst, dass in jedem auch dieser Held steckt, auch wenn er vielleicht noch nicht das so bewusst hat und sich vielleicht noch nicht so groß und wertvoll denkt oder fühlt, aber ich glaube, dass es in jedem Mensch steckt, wenn man das von anderen Richtungen beleuchtet. Mir fällt es oftmals auf, dass ich in der Zusammenarbeit mit meinen Interessenten, Kunden, Klienten mehr von ihnen halte oder mehr in ihnen sehe als sie selber. Und das, was es weniger macht, ist antrainiert. Und wenn man das wieder entkleidet sozusagen, ja, dann kommt dieses Heldsein mehr in den Vordergrund. Und darum kümmern wir uns ja jeden Tag. Ja, sehr schön gesagt. Okay. Wir gehen weiter. Als nächstes heißt es sinnvolles Tun, Menschen helfen, Freiheit und Sicherheit kreieren. Gerade der Anfang, sinnvolles Tun und Menschen helfen, was bedeutet das für dich? Und warum ist es ein Teil des Slogans? Ja. Also ich habe schon immer mein Leben lang, also es war immer ein ganz großer Wunsch von mir, dass ich gerne etwas Sinnvolles tun wollte. Und da steht da jetzt in dem Satz auch ein bisschen mit drin, aber nicht in erster Linie. Und damit auch sehr viel Geld verdienen wollte, weil mir sehr früh bewusst geworden ist, ich bin aufgewachsen in Berlin, Hinterhof, völlig toxisches, zerstörerisches Elternhaus sozusagen. Übergriff, Missbrauch, war eine sehr, sehr schlimme erste Zeit in meinem Leben und es ging immer sehr viel um wirtschaftliche Probleme, es ging immer ständig um Geldsorgen. Und da ist natürlich auch bei mir sehr früh das Bewusstsein gewachsen, Mensch, wenn man kein Geld hat, hat man echt Probleme. Und das ist ja auch so, Geld löst verdammt viele Probleme, Geld löst nicht alle Probleme und Geld ist auch nicht das Wesentliche im Leben, aber es löst verdammt viele Probleme. Und die Kombination mit dem Sinnvollen ist für mich das einzig Sinnvolle, weil sonst hat man nur Geld und man hat nicht dieses Gefühl, man macht auch etwas Wertvolles, etwas Sinnvolles für sich selber. Ja? Und deswegen steht der Bereich Sinn einfach hier an der Stelle für mich persönlich sehr, sehr im Vordergrund. Und das Sinnvollste, was es gibt, ist, einander zu helfen.
Wenn man das tief anschaut, wir sind alle Säugeherdentiere sozusagen, wir sind sowieso dafür designt, einander zu supporten, einander zu helfen, und zwar von klein auf an. Deswegen haben wir dieses Modellkind. Wir sind nicht so wie einige Tiere, dass wir nach ein paar Wochen fertig sind, sondern wir sind, ja, es ist 9 Monate Schwangerschaft, dann viele, viele Jahre Erziehung oder wie auch immer, Beziehung hoffentlich, dieses Formen fürs Leben. Das ist eine große Begleitung. Also wir sind auf Support, auf Verbundenheit angewiesen, und ich möchte damit einfach ausdrücken, dass dieses Sinnvollste und Menschenhelfen einfach so eine besondere Kombination ist, die auch einen persönlich sehr wachsen lässt und sehr erfüllt. Ja, absolut. Als nächstes sagst du Freiheit kreieren. Da finde ich ja spannend. Was bedeutet das für dich, Freiheit? Wie hast du das vielleicht auch selbst erlebt oder wie lebst du das heute? Ja, also ich bin natürlich in einer ziemlich, wie wir alle, in einer Unfreiheit aufgewachsen. Wir sind sehr abhängig, auch von unseren Eltern, von unserem Umkreis. Also am Anfang unseres Lebens sind wir per se unfrei, weil wir die Dinge, die wichtig sind, gar nicht alleine können. Dann als nächstes fehlt uns das Bewusstsein, um frei zu sein. Und dann gibt es natürlich wieder diesen Faktor tatsächlich Geld, also diese Energie der Möglichkeiten, so nenne ich das immer gerne. Und wenn jemand etwas Sinnvolles tut und wenn jemand Menschen hilft, dann sollte er in meiner Welt, in meinem Wertbild auch tatsächlich viel Geld damit verdienen, weil er einfach das Richtige tut. Punkt. Dass das bei vielen sozialen Berufen und so weiter nicht der Fall ist, hat etwas mit unserer Kultur, mit unserem System zu tun, und weil in diesen Berufen sehr, sehr viele Menschen sind, die einfach nur ein Helfersyndrom haben, aber leider ein Minderwertigkeitssystem in sich abspielen haben oder noch ungeheilte Dinge in sich haben und deswegen gar nicht mehr abverlangen. Also und sich selber eher aufbrauchen. Das finde ich sehr schade, ich würde es auch gerne ändern, aber das ist halt jetzt nur nicht meine Expertise. Ich helfe anderen Menschen, in diese Ermächtigung zu kommen und dann anderen Menschen zu helfen und damit viel Geld zu verdienen. Und das halte ich für sehr sinnvoll, weil Freiheit steht für mich, oder Geld zum Beispiel steht für mich nur für Möglichkeiten. Und Freiheit gibt es im Innen und im Außen. Und im Außen brauche ich diese Mittel, ja, und im Innen brauche ich ein Bewusstsein. Und das Bewusstsein zu gewinnen und das Bewusstsein aufzubauen im Zusammenhang mit Beziehung, Mensch und mit sich selber entsteht oder wächst am meisten, wenn man andere Menschen trainiert und coacht. Also der Trainer lernt immer am meisten. Ich glaube, ich bin ja in vielen Sachen echt schwer vom Begriff gewesen in meinem Leben und stand mir massiv im Weg. Und gerade was eigene Themen betrifft. Und ich würde sagen, der Trainer, der Coach lernt am meisten. Und ich bin froh, dass ich diesen Beruf habe. Sonst wäre ich wahrscheinlich mit meinem Bewusstsein heute nicht da, wo ich heute bin. Als Coach kommst du ja nicht aus. Ja? Es ist so der einzige Job, wo du nicht von dir weglaufen kannst. Du kannst nicht dissoziieren, du kannst dich nicht abspalten, du kommst nicht raus aus der Nummer. Das stimmt. Du sagst gleichzeitig Freiheit und Sicherheit kreieren. Also gerade auch dieser Aspekt Sicherheit ist, glaube ich, auch für viele sehr interessant. Ne? Also was denkst du, wie kann das funktionieren zusammen? Also das gehört zusammen, weil in der Freiheit können wir Sicherheit finden. Weil in der Freiheit haben wir eine Möglichkeit, auch uns ehrlich und frei zu entscheiden für Verbundenheit. Und nur diese Form von Verbundenheit kann uns wirklich eine tiefe innere Sicherheit geben. Nicht eine künstliche, nicht ein Konzept. Aber so tief ist es gar nicht gemeint, weil es geht einfach darum, dass ich für mich, für mein Leben Möglichkeiten kreieren kann, Freiheiten kreieren kann. Und zum Beispiel kann ich ja als, wer jetzt bei uns zum Beispiel wirklich ein Mentoring macht, der lernt ja, wie er arbeiten kann, wann er will, wie er will, mit wem er will, wo er will. Ja, ich meine, ich sitze jetzt gerade in Panama, ich blicke auf eine wunderschöne Bucht, hier ist ein wunderschöner weißer Strand, wir haben heute so einen Mischhimmel, es ist total schön, wir haben 28 Grad, eine tolle Atmosphäre, exotische Vögel zwitschern gerade drum um mich herum, ab und an setzt sich hier so ein bunter Vogel bei mir aufs Geländer. Also das ist schon, ja, also vor allem dieser Blick aufs Meer, für mich war der Blick aufs Meer schon immer ein Ausdruck von Freiheit, immer schon. Das lässt mich einfach sehr zu mir kommen, sehr zur Ruhe kommen, vieles Schwere vergessen, es entsteht eine gewisse Leichtigkeit. Das kann jetzt nur bei mir so sein. Andere mögen einen anderen Ausblick lieber, in den Bergen oder wie auch immer. Aber überhaupt die Freiheit zu tun und zu lassen, was du möchtest,
Auf der einen Seite braucht es finanzielle Mittel, auf der anderen Seite brauchst du natürlich auch die Möglichkeiten. Wenn du zum Beispiel einen Beruf hast, wo du jeden Morgen um 8 Uhr oder 9 Uhr ins Büro musst, bis um 17, 18, 19, 20 Uhr oder wie auch immer, um gut Geld zu verdienen, dann hast du zwar ein gutes Einkommen, du hast das Geld, aber du hast gar nicht die Möglichkeiten, verstehst du? Du hast gar nicht diesen Aspekt, dass du trotzdem dich frei fühlen kannst dabei. Also ich arbeite hier auch viel, weil ich meine Arbeit sehr gerne mag, aber ich habe das Gefühl, ich bin im Urlaub. Also es ist ja ein Unterschied irgendwie. Ja? Früher habe ich ja auch in Deutschland in irgendeinem Büro meines, gut, das war auch hübsch und möchte ich jetzt gar nicht beschreiben, weil ich will hier nicht irgendwie, wie soll ich sagen, mein Leben hochpumpen oder so. Ich kenne ja auch andere Zeiten, aber es ist was anderes. Ja? Und das macht ja was mit einem. Also das heißt, das ganze Leben ändert sich. Du kriegst einen anderen, freieren Geist für viele Dinge, auch für dich selber. Man ist nicht mehr in so einer Box. Man hat nicht mehr dieses Umfeld um sich herum, weil man das selbst entscheiden kann, wenn man arbeiten kann, mit wem, wann und wie. Ich meine, wie viele Leute haben Kollegen, die sie nicht haben wollen, arbeiten in einem Job, den sie nicht machen wollen, arbeiten zu Arbeitszeiten, die sie nicht wollen, sehen ihre Kinder nicht, ihre Familie nicht, die Partnerschaft leidet darunter und so weiter und so weiter. Als Selbstständiger oder Unternehmercoach kannst du dir das alles selber einteilen, aufbauen, gestalten, kreieren. Das muss man natürlich erstmal lernen. Das bringen wir auch Menschen bei. Das ist ja nicht so, dass wir das alle so mitbekommen haben. Und man kriegt es auch nicht in der Schule beigebracht. Aber du kannst es in der Form einfach für dich persönlich kreieren, erschaffen, weil du diesen Freiraum hast. Und hast natürlich dann die Möglichkeit, dein Leben auch mehr selbst zu bestimmen. Und Sicherheit. Naja, wir leben. Jede Zeit hat ihre Schwierigkeiten und ihren Wandel, aber im Moment ist natürlich schon wirklich viel los. Und jeder hat einen unterschiedlichen Anspruch, was Freiheit betrifft. Und ich bin zum Beispiel hier, weil ich mit bestimmten Einschränkungen meiner persönlichen Freiheit nicht leben werde in meinem Leben und nicht leben will. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Aber diese Wahl konnte ich nur treffen, weil ich als Coach Unternehmer bin und weil ich die Möglichkeiten habe dazu. Weil das hier möglich ist, von hier aus zu arbeiten. Ja? Und sich solche Freiheiten zu schaffen, schaffen dann auch wieder Sicherheiten auf der anderen Seite. Ja? Unabhängig davon hast du als selbstständiger Coach, Experte, als Trainer, als Unternehmer in diesem Bereich die Möglichkeit, natürlich auch dein Einkommen entsprechend zu skalieren. Ich meine, du hast ja selbst mitbekommen, du siehst ja, wie unsere Firma gewachsen ist. Wir machen jetzt 200, 250.000, manchmal sogar 300.000 Umsatz im Monat. Das ist natürlich, boah, fern von allem, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte vorher. Und das ist gewachsen, weil die Menschen das mögen, was wir machen, und damit sehr begeistert sind und verlängern und neue werben und neue kommen dazu und so weiter, weil sie einfach das alles, wovon ich hier spreche, auch in ihrem Leben wollen. Und das bietet natürlich eine Sicherheit, eine hohe Sicherheit. In so schwierigen Zeiten wie heute bietet das eine sehr hohe Sicherheit, eine finanzielle Sicherheit, eine Sicherheit auch in Gebieten vielleicht zu leben, wo man sich selber wohler und sicherer fühlt, Sicherheit zu schaffen für seine Familie, für seine Kinder, für ein ja, warmes Zuhause, für all diese Dinge. Und das haben viele Menschen in anderen Bereichen halt einfach nicht. Und als Angestellter hast du es sowieso nicht. Du bist abhängig und musst darauf hoffen, dass alles gut läuft mit deiner Firma und du weiter dein Einkommen hast und das vielleicht steigt. Als Selbstständiger, rein Selbstständiger, hast du die Sicherheit, musst du hart für arbeiten. Du arbeitest selbst und ständig und tauscht irgendwo auch so deine Qualität gegen Geld, also Zeit gegen Geld. Aber als Coach kannst du auch Unternehmer werden. Und du hast das bei uns selber gesehen. Wir sind ein 12-köpfiges Team. Wir haben ein 7- oder 8-köpfiges Trainerteam mittlerweile. Also extrem toll gewachsen, das Ganze. Und ich kann heute sagen, ich habe ein Unternehmen. Das heißt, ich kann das erste Mal in meinem Leben als Coach, wirklich das tun, was ich wirklich will. Und das ist mit Menschen arbeiten, solche Videos hier machen, Interviews führen und so weiter. Ich muss mich nicht mehr um Marketing kümmern. Ich muss mich nicht mehr um jeden Brief kümmern. Ich muss keinen Support machen. Ich muss diese ganze Arbeit, die sonst ja gemacht werden muss als Selbstständiger von einem selber womöglich, muss ich einfach nicht mehr machen, weil ich dafür ein Team habe. Und viele fragen sich, wie komme ich dahin? Weil das bietet mir im Leben nicht nur die Sicherheit, Geld zu verdienen, sondern auch die Sicherheit, Zeit für mich zu haben. Und das ist ja, also wenn man mich fragt, viel wichtiger. Zeit ist im Grunde genommen viel wichtiger als Geld. Weil Zeit ist das Einzige, was du nie wieder zurückbekommst. Du kannst 50 oder 100.000 Euro verlieren, die kannst du wieder neu verdienen.
Aber Lebenszeit kommt nie wieder zurück. Die läuft einfach. Das heißt, jede Stunde meines Lebens hat eine hohe Qualität und ich möchte diesem Leben diese Qualität geben und ich möchte auch Sicherheit haben. Das braucht nicht nur unser System, unser Nervensystem braucht das, sondern das brauche auch ich, um mich glücklich und wohlzufühlen im Leben. Und ich kenne persönlich kaum einen Beruf, wo das so möglich ist, weil in anderen unternehmerischen Bereichen habe ich oft einen Stützpunkt. Ich muss eine Firma in irgendeinem Land haben, ändert sich was in diesem Land, habe ich ein Problem. Wenn ich mir anschaue, wie viele Unternehmer im Moment in Deutschland ein Problem haben, die eigentlich vielleicht sogar ganz gerne mal raus würden, weil sie es mit Steuern, mit allen Veränderungen und so weiter nicht mehr so gut finden. Ich will da gar nicht tiefer drauf eingehen. Aber dann werden mal so Sachen beschlossen wie eine Wegzugsbesteuerung und dann rechnest du dir das aus für deine GmbH und dann weißt du ganz genau, mir wurden gerade die Ketten angelegt und ich kann hier gar nicht mehr raus, weil das kann sich keiner leisten. Und das ist natürlich schon krass. Als Coach bist du ein freier Unternehmer, du musst keine GmbH haben, du bist frei, du kannst überall sein, überall arbeiten, du kannst sicher sein, dass man dich nicht unbedingt einsperrt und beraubt. Weil ich finde, einige steuerlichen Aspekte ist für mich komplett Diebstahl, Raub. Man beraubt vor allen Dingen die Menschen, die die Wirtschaft ankurbeln, die die Arbeitsplätze schaffen. Ja. Also, du siehst, da steckt sehr viel mehr dahinter und auf diese Aspekte, wenn man ein Angebot zum Beispiel unwiderstehlich machen möchte, dann geht es darum, über diese Aspekte zu sprechen, weil Menschen müssen sich abgeholt fühlen in dem, was sie selber auch denken. Und wenn ich jetzt hier darüber spreche, möchte ich, dass die Menschen, die da ähnlich ticken, das Gefühl haben, hey, okay, der hat eigentlich recht, der weiß, was er da sagt und das stimmt. Und der ist diesen Weg gegangen und zwar erfolgreich gegangen. Das heißt, wenn ich mal eine Frage habe oder ein Problem habe oder mich coachen lassen möchte, dann ist dieser Typ ohne Haare offensichtlich fit genug, denn der hat das alles geschafft. Ja. Das ist der Hintergrund. Und das gehört bei so einem Angebot und so bei so einer Gestaltung immer dazu, sich solche Dinge zu überlegen. Also in diesem Angebotssatzpaket ist ja ein bisschen, der Angebotssatz, der Kernsatz ist ja ein bisschen schmaler, das Drumherum ist einfach noch, soll einfach relativ schnell aussagen, worum geht es hier eigentlich? Weil aus diesem Satz ziehen wir dann auch, wenn wir mit Menschen darüber reden, einfach die Energie, um sie abzuholen ein Stück weit. Und das wird jetzt gleich noch deutlicher. Genau, dann schauen wir doch gleich mal weiter. Also als nächstes gehen wir ein bisschen tiefer rein, wie du als Coach durch die Inner Change Experience anziehend und sichtbar wirst. Die Inner Change Experience, vielleicht willst du dazu kurz was sagen zu unserem Programm, was es beinhaltet, was es vielleicht auch unterscheidet von anderen Programmen. Ja. Und wer eignet sich dafür, zu uns zu kommen? Vielleicht mal so von dem, warum ist das so? Also das ist der eigentliche Angebotssatz ja auch. Und wenn ich sage, wie du als Coach, dann will ich dann natürlich Menschen ansprechen. Also Menschen, die Coach sind, wachsen wollen oder die gerade am Anfang sind. Ja, also die sich selbst schon so sehen. Und das ist schon wichtig, wenn ich ein Angebot formuliere, muss ich die Menschen ansprechen, die ich ansprechen möchte. Und dann spreche ich über die Inner Change Experience. Die Inner Change Experience vom Begriff, jemand, der uns nicht kennt, kennt das nicht. Was passiert, wenn jemand sagt, das und das kannst du gewinnen, wenn du das und das machst? Dann fragt man sich, okay, was ist denn das? Und ein Angebotssatz soll ja auch neugierig machen. Das heißt, wenn ich über Inner Change Experience spreche, fragt sich jemand, okay, was ist das? Was ist damit gemeint? Ja. Die Inner Change Experience dahinter ist unser Mentoring-Programm. Unser Mentoring-Programm in 2, 3 Sätzen gesagt, hilft den Menschen komplett in die Klarheit zu kommen, in die Ausrichtung zu kommen, was ich will, mit allen emotionalen Kapriolen klarzukommen, die auf dem Weg da sind und etwas in sich an Expertise zu gewinnen, das im deutschsprachigen Raum ziemlich einzigartig ist, weil wir da sehr, sehr modern sind. Das ist erstmal das vordergründig für einen selber angewinnen, ja, weil die großen Säulen für Erfolg liegen ja nicht darin, ob ich den richtigen Funnel habe oder ob ich die richtige Anzeige habe oder wie auch immer irgendein Marketing-System beherrsche, sondern der große Unterschied, das weiß ja jedes Kind, der große Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen und nicht erfolgreichen Menschen liegt in inneren Qualitäten. Haben Sie genügend Selbstsicherheit? Haben Sie genügend Selbstvertrauen und haben Sie genügend Selbstwertgefühl, damit Sie zum Beispiel überhaupt Geld in Empfang nehmen können? Ja, ist eine Frage der Resonanz, der inneren Werte. Und da setzen wir sehr, sehr stark drauf. Das unterscheidet auch da unterscheiden wir uns sehr stark von anderen Business-Anbietern, die eben sich um äußere Dinge kümmern. Ja, aber weißt du,
das macht nicht so viel Sinn. Wenn ich morgens im Badezimmerspiegel in den Spiegel schaue und ich sehe, da ist irgendwie auf dieser Nase was Großes Gelbes, dann bringt es nichts, Glas reinzuholen und diesen Spiegel zu putzen, sondern dann muss man bei sich gucken. Ja? Und das ist Transformationsarbeit. Und das ist der entscheidende Unterschied, den wir machen im Markt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Menschen das sehr lieben, mit uns zu arbeiten, weil wir Dinge angehen, die andere sich nicht trauen, anzugehen. Und das braucht insbesondere ein Coach, weil du als Coach noch ganz andere Herausforderungen zu meistern hast in puncto Sichtbarkeit, Positionierung, wie mache ich das, wie trete ich auf, weil du kannst ein Sichtbarkeitstraining kaufen für 6.000 Euro, lernst alles darüber, dann machst du 100 Videos und keiner guckt sich die an. Weil wenn in dem Video nicht Selbstbewusstsein rüberkommt, Selbstsicherheit rüberkommt, Selbstvertrauen, ja, Selbstwertgefühl, dann wirkt es einfach nicht. Und das ist halt ganz, ganz entscheidend. Und das möchte ich damit deutlich machen, mit dem, was ich da sage. Ja. Dann geht es weiter. Die Lieblingskunden. Ja, wie du deine Lieblingskunden gewinnst. Was bedeutet das für dich? Also ist das, ja, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, der Lieblingskunde. Riesen Thema. Danke, dass du das so heraushebst. Also Kunden gibt es da draußen wie Sand am Meer. Aber die zu mir persönlich passen und mit denen ich auch Lust habe zu arbeiten, ist ja nochmal was anderes. Also passen hat was mit der Expertise zu tun, können wir da helfen. Und Lust auf jemanden haben, ist noch wieder was anderes. Und bei uns, das weißt du ja sehr, sehr gut, du hast ja mit den Kunden zu tun, haben wir von Anfang an auf Prozesse gesetzt. Das hat natürlich was damit zu tun, dass ich sehr lange in diesem Business bin, die das alles erfüllen. Und das macht dann die Arbeit insgesamt interessanter und viel, viel leichter. Aber weit über 90% der Coaches, die da draußen unterwegs sind, überlegen sich jeden Tag, wie kann ich Kunden gewinnen? Diese haben so dieses Jagddenken. Ich denke darüber nach, wie sortiere ich alle aus? Also wie kann ich noch mehr Nein sagen? Das führt dazu, dass wir in aller Regel viel mehr Anfragen haben, als wir Menschen zu uns ins System nehmen können. Und das führt dazu, dass wir eine gewisse Vorqualifikation haben, schon in unserer Haltung, die dafür sorgt, dass Menschen sich gar nicht erst bei uns bewerben oder anklopfen, die nicht wirklich zu uns passen. Das ist ja auch dieser Content, wenn ich jetzt hier so ein Video mache zum Beispiel, dann sage ich auch viel so polarisierende Dinge. Das heißt, ich sortiere hier schon mal aus. Viele Leute, die vorher abschalten, die passen nicht zu uns, okay? Und dann haben wir Vorqualifikation und nochmal Vorqualifikation. Und dann, wenn alles passt, erst dann kommt man überhaupt zu einem Beratungsgespräch. Und wenn das alles passt, dann bekommt man ein riesengroßes Geschenk, ein Stipendium für unsere Arbeit, unsere gemeinsame. Und dann wird man Teil unserer Community. Und du hast jeden Tag mit der Community zu tun. Du weißt, was da für eine Stimmung ist. Du weißt, was da für eine Atmosphäre ist. Da sind keine Klugscheißer drin, keine Leute, die in der Projektion sind, keine Leute, die nichts können und anderen Leuten sagen, wie es geht. Alles das, was man überall findet. Ich kenne genug diese Gruppen und genug diese Programme von anderen. Sondern da hat man das Gefühl, das sind Gleichgesinnte, die in einem Boot sind, die gemeinsam rudern, die sich gemeinsam helfen, die sich gemeinsam auffangen, die sich unterstützen, die sich wertschätzen, die sich feiern und ein Platz, wo man so sein kann, wie man ist. Ob man gerade weinen muss, weil man aus der Kurve fliegt, weil man Scheiße sagt und alles hinschmeißen möchte oder wo man sagt, ich bin der Größte, ich feiere mich gerade, ich bin der Größte. Und das muss man erstmal finden in dieser doch sehr Mainstream geprägten, in vielen Bereichen sehr seltsamen Welt, wo nicht mal in Familien oftmals der Platz da ist, dass man so sein kann, wie man wirklich ist. Und das haben wir erarbeitet über viele Jahre und man kann fast sagen Jahrzehnte, weil das auch eine Frage der Ausstrahlung ist und dass das genau auch bei unseren Kunden, bei unseren Helden, weil die wollen ja auch einen tollen Alltag haben. Unsere Kunden wollen ja auch, die wollen ja ein Coaching-Business haben, was ihnen Spaß macht. Man möchte ja abends erfüllt ins Bett gehen. Man möchte das Gefühl haben, ich liebe das, was ich mache. Und das zu vermitteln und das beizubringen, macht mir besonders viel Freude. Und das ist etwas ganz Wesentliches, weil es lässt das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl sehr steigen, wenn man rauskommt aus diesem Ich bin auf der Kundenjagd, sondern wenn man eher so eine eckige, kantige Ausstrahlung außen hin hat, wo plötzlich viel, viel mehr Menschen sagen, der ist interessant.
Weil alles andere ist so Golden Retriever-Syndrom, ne? Ich mache es allen recht. Ich versuche für alle was Gutes zu finden in meiner Wortwahl, in meinem Angebot mit allem drum und dran. Das ist nie interessant. Das ist nie interessant. Findet man nicht spannend. So Bauchladentypen sind nicht interessant. Menschen, die eckig sind, die kantig sind, da sagt man zu dem einen, sagt man, nee, gefällt mir nicht. Zu dem anderen sagt man aber in einer Form ja, dass man ihm folgt, dass man ihn vielleicht sogar bewundert. Man sagt, Mensch, da merke ich, da kann ich was lernen. Charakter, Profil, Brand, das sind die Themen. Und das zeigen wir unseren Kunden relativ schnell und wollen ihnen das auch im Markt beibringen, dass sie sehr schnell in Kundenkontakt gehen damit. Und das hat etwas damit zu tun, Menschen authentisch zu machen. Authentisch zu machen heißt, dass sie einfach diese ganzen Maskerade und diese Rollen und so, die wir so gelernt haben in unserer Kultur, wieder ablegen und echt sind. Und dieses Echte, jeder erfolgreiche Coach oder Trainer auf diesem Globus ist ein Unikat. Das ist entscheidend, das wieder zu lernen. Direkt nach dem Lieblingskunden geht es dann darum, den Umsatz wirkungsvoll steigern. Das geht ja quasi ineinander über. Ja. Kann man denn jetzt den Umsatz wirklich wirkungsvoll steigern? Ja, das kann man. Und das hat ganz, ganz viel damit zu tun, was du für ein Selbstwertgefühl hast. Und da sind wir auch schon bei einer der wahrscheinlich größten kollektiven Krankheiten heutzutage, dass die meisten Menschen nicht viel Selbstwertgefühl haben. Dass man ihnen halt frühzeitig beigebracht hat, du bist voller Fehler, du musst perfekt sein, sonst wird das nichts, du musst noch besser sein, du hast das nicht drauf, jenes nicht drauf. Unser ganzes Schulsystem, ganzes Erziehungssystem ist darauf aufgebaut, Fehler zu finden, nicht Menschen dabei zu erwischen, was sie Gutes machen. Das heißt, wir wachsen eigentlich auf in einem Minderwertigkeitstraining. Und das ist sehr, sehr bedauerlich, weil wir so sehr schwierig so einen Blick kriegen auf unsere Größe, so einen Blick kriegen auf unseren inneren Held. Aber das können wir wieder lernen und trainieren. Und das ist ja, weißt du ja, ein großer Teil unserer Arbeit, da wieder aufzubauen. Und dann, wenn ich das habe, habe ich eine andere Haltung. Also wenn ich ein persönliches anderes Selbstwertgefühl habe und auch ein besonderes Wertgefühl gegenüber meinem Angebot und meiner Arbeit habe, dann habe ich wieder eine ganz andere Haltung. Verstehst du? Ich bin irgendwo wieder, bin aufrechter. Ich stehe für das, was ich mache. Ich bleibe gerade. Ich war auch im Gegenwind. Ich bin halt einfach da komplett. Und dieses Dasein strahlt eine Energie aus, hat eine Resonanz, sodass Menschen mich erkennen als Experten, dass Menschen mich erkennen als Menschen, der was drauf hat, der helfen kann, der unterstützen kann. Und dafür zahlen Menschen von Haus aus schon mal mehr. Wenn Menschen Qualität erkennen, zahlen sie gerne mehr. Also ich erlebe das so, dass der Wert, den du für dich fühlst in all diesen Dingen, auch als Gegenwert investiert wird von anderen Menschen, um mit dir zu arbeiten. Ich meine, du weißt es selbst, unsere Kunden investieren 10, 20.000 Euro und mehr, um mit uns zu arbeiten und kriegen dann natürlich auch ein ganz anderes Commitment und auch eine ganz andere Form der eigenen Arbeit und schaffen dann auch viel mehr in ihrer Veränderung, in ihrem Veränderungsprozess im Leben als andere, die so halbherzig mal sagen, na, gebe ich die 500 Euro aus, aber mit 500 Euro wird man kein erfolgreicher Unternehmer vom Investment. Ja, das muss man halt checken. Und als Coach investiert man mehr in sich selber, in seine Entwicklung. Wenn ich ein Unternehmer bin, der ein Solarium aufmacht, dann investiere ich in die Solarien, die da stehen. Ja, aber das Investment ist immer hoch. Ne? Ganz normal für jedes Unternehmen, für jede Selbstständigkeit. Und dieses Selbstwertgefühl, was ich in mir entwickle, ist ein Magnet für Werte. Und das heißt in unserer Gesellschaft für Geld. Das heißt, es ist kein Problem mehr, zu sagen, ja, das ist die Reise, die wir machen miteinander. Und diese Reise geht über 7 Wochen. Und diese 7 Wochen ist ein Investment von 3.500 Euro. Und dann, wenn Menschen das bei dir fühlen, dass das stimmig ist, dann ist das für die auch stimmig. Und wenn sie aber spüren, naja, irgendwie zweifelt er selber, ob er das hinkriegt oder ob er das wert ist oder ob das Programm stimmt, dann funktioniert es halt nicht. Und da sieht man wieder, das ist wieder einer der großen Schwerpunkte, die liegen innen.
Ich kenne da draußen Dutzende von Coaches, die machen Positionierungstrainings, die bringen dir bei, wie du hochpreisig verkaufst, aber die bringen dir nicht bei, wie du zu jemandem wirst, der hochpreisig empfängt. Und das ist ja ein Riesenunterschied. Du kannst die Techniken beherrschen. Weißt du, es ist wie im Verkauf. Du kannst Verkaufstechniken beherrschen und bist jedes Mal im Fighten mit jemandem und kriegst dann Abschluss, wenn du einen kriegst. Oder du wirst zu jemandem, der eigentlich nur Bestellungen entgegennimmt. Und du weißt das, weil du bist derjenige, du machst bei uns das Onboarding. Du hast als erstes mit den neuen Kunden zu tun. Und diese Kunden haben nicht in irgendeiner Form mit uns einen Verkaufsprozess erlebt, sondern wir haben ihre Bestellung entgegengenommen. Ja, und das ist ein Traum für jeden Coach. Und deswegen bringen wir das unseren Kunden bei, wie das funktioniert. Und die Basis ist hier Selbstwertgefühl und nichts anderes. Ja, das beinhaltet eigentlich auch schon so ein bisschen dann den Schluss des Slogans. Da heißt es, ohne am Marketing oder an dir selbst zu scheitern. Ja, wie ist das gemeint? Also du hast es eigentlich auch schon gesagt, ne? Ja, trotzdem, das ist wichtig, dass wir das nochmal rausholen. Also erstmal, der Satz generell ist wichtig, dass wir hier nochmal ansprechen, was ist denn der größte Schmerz meiner Zielgruppe? Meine Zielgruppe hat diesen Schmerz, dass sie entweder am Marketing scheitern oder an sich selber. Am Marketing scheitern heißt, sie stehen jeden Tag wieder vor dem Dschungel der Angebote und der Veränderungsmöglichkeiten und der Dinge, die man alle machen kann, um Umsatz zu steigern oder Kunden zu gewinnen. Aber sie wissen nicht, was passt für sie, was ist das Richtige, was mache ich in welcher Reihenfolge, wo beginne ich, wann starte ich. Ja, also das heißt, es fehlt die Strategie, die Struktur, es fehlt das Hintergrundwissen dazu, wie mache ich das genau. Und es ist immer nur so, weil viele buchen sich kein anständiges Coaching, also suchen sich keinen, der ihnen wirklich hilft dabei, sondern glauben tatsächlich, sie können über Videosachen im Internet, also über YouTube-Tipps oder über das Beobachten von Profis oder so, eine eigene Expertise diesbezüglich entwickeln. Das funktioniert aber nicht. Das habe ich selbst über Jahre, wahrscheinlich über Jahrzehnte versucht und ich habe dadurch, ich sag mal, unfassbar viel Geld verbrannt. Weißt du, welches Geld? Man könnte ja denken, ja wieso, der hat ja nichts ausgegeben, YouTube ist ja gratis, deswegen machen es ja so viele. Ich habe das Geld verbrannt, was ich nicht verdient habe, weil ich zu dumm war, Hilfe anzunehmen. Und ich weiß noch, an dem Tag, wo mir das bewusst wurde, das war, nachdem ich über 40.000 Euro für ein Coaching investiert habe und 8 Wochen später über 100.000 Umsatz das erste Mal gemacht habe, da habe ich mir ausgerechnet, hey, Milian, wir haben jetzt 75.000 Euro mehr Umsatz gemacht. Hast du dir eigentlich mal überlegt, was passiert wäre, wenn wir das schon ein Jahr vorher gemacht hätten, wenn ich nicht so ein Ego gehabt hätte, wenn ich nicht geglaubt hätte, ich kann das alles alleine, wenn ich nicht so ein Klugscheißer gewesen wäre? Lass uns nicht 75, lass uns vielleicht nur 50.000 im Monat mehr Umsatz gemacht haben. Das sind 600.000 Euro Umsatz im Jahr. Ich bin ein Vollhirni, habe ich zu ihr gesagt. Und das vergesse ich niemals und das sage ich jedem Menschen heutzutage, der hier was bewegen will. Der Schaden ist nicht die Investition in Unterstützung, Hilfe und so weiter. Der Schaden entsteht durch das Geld, was du zu wenig verdienst. Aber dafür braucht es eine Vorstellungskraft. Die habe ich leider nicht gehabt. So, das heißt, man scheitert an den Marketing. 95% dieses Geschäfts ist am Anfang Marketing. Solange du kein Team hast, das dir das abnimmt, musst du das machen. Wenn du es nicht machst, wirst du keine Kunden haben. Machst du kein Marketing, hast du keine Kunden. Kein Herzensbusiness, keine Arbeit mit Menschen, kein Überlosgehen und glücklich werden. Gar nichts. Sondern du krebst rum und glaubst, du bist wer und kannst was. Aber du hast keinen, mit dem du es erlebst. Oder mal ab und an ein Zufallskunden. Das heißt, du musst ein professionelles Marketing beherrschen. Das besteht aus vielen verschiedenen Prozessen, die wir alle unseren Kunden jeden Tag beibringen. Und wenn du das beherrschst, laufen diese Prozesse. Und erst dann weißt du, was am Ende des Monats rauskommt. Ich weiß, was wir im November für Umsatz machen werden. Obwohl auch heute Oktober ist beispielsweise. Ich weiß das einfach, weil die Prozesse stimmen. Und da gibt es eine Bandbreite, es bewegt sich von bis, ich kann nicht die Summe exakt sagen, aber eine Bandbreite von bis, aber ich weiß genau, was im Minus ist und dann weiß ich auch genau, was Cashflow übrig bleibt und ob das alles funktioniert. Ja? Also das heißt, es geht nicht so mit Zufallsprinzip, meldet sich mal einer oder ich lege mal ein paar Flyer aus oder so, sondern man muss ein professionelles Marketing haben, damit man das alles machen kann, was man machen möchte in diesem Bereich, um wirklich ein Herzensbusiness daraus zu machen. Das ist das eine und da geht verdammt viel schief. Und da wir das offensichtlich beherrschen, das sage ich nicht, weil ich mich toll finde, sondern weil wir das nachweisen können und die Zahlen stimmen und
Das Wichtigste ist aber, bevor das Marketing überhaupt startet, scheitern Menschen an sich selber, an ihrer Vermeidungsstrategie, an ihrer Angst, richtig sichtbar zu werden, an ihrer Angst, dass Menschen Dinge sehen könnten an ihnen, die sie nicht sehen sollen. Und noch viel schlimmer als Angst ist die Angst vor Scham, also das Beschämen. Hoffentlich mache ich da draußen nichts, dass man über mich lacht und dass ich mich blamiere und dass ich nicht gut aussehe. Weil damit, und das ist der größte Schaden, den man den kleinen Kindern angerichtet hat und auch immer noch jeden Tag anrichtet und wie man sieht, das wirkt ein Leben lang, damit macht man so viel kaputt und das muss geheilt werden. Und deswegen ist dieser Beruf Coach viel mehr die eigene Heldenheilungsreise als ein Businessaufbau. Es ist eine Heldenheilungsreise, wo ich lerne, meine Ängste zu verlieren, wo ich lerne, meine Scham aufzugeben, wo ich lerne, in meine Kraft und meine Größe zu kommen. Und das ist etwas Großartiges, was Wunderbares. Und wo ich lerne, Stück für Stück im Laufe des Lebens meiner eigenen Wunde immer näher zu kommen und diese Wunde in meine Expertise, in meine Positionierung einflechten lasse. Ich habe vorhin erzählt, wie ich aufgewachsen bin. Und das Merkmal, wenn man es in einem Satz beschreibt, ist, ich bin aufgewachsen in kompletter Ohnmacht. Ich habe nie nachmittags gewusst, ob heute Abend mein Vater wieder auf meine Mutter losgeht, sie verprügeln oder umbringen will, ist kein Witz, oder ob er sie wieder vergewaltigt. Da saß ich oft genug daneben. Und ich habe nie gewusst, ob meine Mutter wieder zum Messer greift und versucht, meinen Vater vorher umzubringen. Und das ist Alltag. Ich bin mit kompletter Ohnmacht, ich bin mit dem, was man als Mensch nicht erleben sollte, groß geworden. Wir brauchen Sicherheit und Verbundenheit. Und ich habe bis heute noch, mein größtes Thema bis heute immer noch, ist Vertrauen und das Thema Ohnmacht. Und wenn ich mir aber überlege, was bringe ich Menschen eigentlich bei? Hinter all dem, was da als Angebotssatz steht, ja eine Mission, eine Message. Und diese Message ist, ganz einfach gesagt, Menschen wieder in ihre Macht bringen. Weil ich erlebe, dass Menschen jeden Tag in der Ohnmacht sind. Sie können sich nicht wehren gegenüber ihren eigenen Glaubenssätzen. Sie können sich nicht wehren gegenüber ihren Emotionen, die sie überrollen. Sie können sich nicht wehren, dagegen das zu tun, was sie eigentlich machen sollten. Und dann landen sie doch wieder am Bügeleisen, am Staubsauger oder am Kühlschrank oder wie auch immer oder am Telefon mit irgendwelchen Freunden und machen nicht das, was sie machen sollten. Die Menschen wissen wahnsinnig viel. Aber der Unterschied zwischen Wissen und Umsetzung ist riesig groß. Und zwischen Wissen, Umsetzung und automatischer Verkörperung ist noch viel größer. Ich brauche über diese Dinge alle gar nicht nachdenken. Die laufen bei mir automatisch. Da gibt es keinen mehr, der das in Frage stellt. Ich mache diese Dinge einfach. Das ist dann die Verkörperung. Und wenn du das gelernt hast und wenn du das trainiert hast, dann sieht dein Leben komplett anders aus. Und das bringe ich Menschen bei, wie sie diese Macht wiederfinden in sich. Und damit bin ich mit meiner eigentlichen Arbeit und Expertise ganz nah an meiner tiefsten Wunde. Und in unseren Wunden finden wir unser Wunder. Und wer für sein Leben ein Wunder sucht, der findet das in seinen Wunden. Aber da muss man sich langsam annähern. Davor ist viel Angst, viel innere Wächter, viel Scham, viel Schutzmechanismen. Verständlich, oder? Deswegen Step by Step. Und deswegen braucht es eine Prozessbegleitung und eine richtige Unterstützung, weil kein Mensch kann sich das selber beibringen. Kein Mensch kann sich selber spiegeln. Kein Mensch kann sich da selber unterstützen, wo er eigentlich innen drin ein paar Wächter aufgebaut hat, die alles abwehren wollen. Ist nicht möglich. Ich meine, ich mache das seit über 30 Jahren. Und ich weiß, wie ich mir selber im Weg stand. Und ich glaube, ich bin mein schlimmster Fall gewesen. Meine Heldinnen, meine Kunden und Helden sind viel schneller als ich. Damit auch wieder die Brücke zum Anfang. Held und Heldin. Ja, damit sind wir eigentlich durch. Haben wir über alles gesprochen. Möchtest du noch irgendwas ergänzen? Ja, ich möchte einfach an der Stelle sagen, dass ich persönlich glaube, dass jeder Mensch ein guter Coach ist und noch ein besserer werden kann, weil er es sowieso sein muss. Wir sind es auch schon immer. Schau mal, spätestens seit unserer Pubertät treffen wir jeden Tag neue Entscheidungen für uns. Wir müssen uns jeden Tag ein guter Berater sein. Wir müssen jeden Tag uns selber zur Seite stehen. Wir müssen jeden Tag vielleicht unseren Kindern, unserem Umfeld ein guter Berater sein. Wir müssen jeden Tag irgendwo ein Vorbild sein. Wir müssen uns selbst ein Vorbild kreieren. Wir brauchen immer wieder diesen Support aus uns selbst heraus oder von anderen. Das heißt, Coaching-Business ist etwas sehr Natürliches. Es gibt nur einen kleinen Unterschied. Wir machen das dann professionell und nehmen Geld dafür.
Und da sieht man, dass das das eigentliche Problem für viele ist, dass sie sich das nicht vorstellen können, weil diese Minderwertigkeit so tief ist. Braucht es mich? Wofür mich? Ich bin doch gar nicht, ich habe doch gar nicht, ich kann doch gar nicht, bin ich genug und so weiter. Das sind die Dinge, die uns abbringen von unserer großen Vision. Und mein letzter Satz hier in diesem Interview ist der: Das ist alles nur mentaler Bullshit. Die Wahrheit ist, dass diese Fähigkeiten da sind in jedem Einzelnen. Also nur Mut. Danke dir. Danke dir. Dass ich die Möglichkeit hatte, da mal in der Form drüber zu sprechen. Danke für den Raum, Melanie. Schön, dass du in unserem Team bist. Ich liebe deine Arbeit. Danke für alles. Und euch da draußen wünsche ich einen wunderschönen Tag. Schaut gerne mal. Irgendwo um dieses Video herum befindet sich ein Link für eine meiner nächsten Challenges. Challenge heißt: Du kannst mit mir persönlich arbeiten. Wir gucken uns bestimmte Bereiche tiefer an. Wie entwickelt man ein Angebot? Wie kommt man zu mehr Umsatz? Wie baut man insgesamt so ein Coaching-Business auf? Diese Challenges von mir sind alle eine kostenlose Gabe, damit du tiefer reingucken kannst, tiefer deine Arbeit reflektieren kannst, auch tiefer analysieren kannst. Wo ist im Moment Potenzial für den nächsten Step? Und melde dich bitte sofort dafür an. Dann geht es nicht in Vergessenheit, weil dann können wir weiter zusammenarbeiten und du kommst noch weiter vorwärts für dich persönlich. Super, freue mich. Dankeschön.